Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Farmarama Crew. Heute kommen wir mal wieder zu einem Event-Fazit. Zu den letzten zwei Events haben wir leider kein Event-Fazit gemacht. Da wollten wir uns nochmal dafür entschuldigen. Da hat uns einfach die Zeit gefehlt. Aber heute haben wir es mal wieder geschafft, ein Event-Fazit zu machen. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit der wilden Farmwelt. Auf der Farm geht's rund, züchte zum ersten Mal Reptilienvögel und Gliederfüßer und gewinne nagelneue Ställe und Werkstuben, Krabbengegen und Totenschnitzerei und die Skateboard-Testanlage. Hört sich auf jeden Fall schon mal interessant aus. Das Layout des Events ist auf jeden Fall auch mega geil gewesen. Das Event hat eigentlich richtig viel Spaß gemacht, aber es war halt auch sehr mühsam, sehr schwer, weil man halt sehr viel Superfutter und Tiere benötigt hat. Also, auf der linken Seite sehen wir die Spinnen und Bienen, sozusagen, wo man da züchten musste. Und ja, in der ersten Stufe musste man halt Züchttiere abgeben oder normale Tiere. Und dort hat man halt EP bekommen, Gelee. Hier Party-Tickets, die jetzt dann bald kommen werden, die Tickets. Und da werden wir ein extra Video machen, aber da wird jetzt bald ein neues Haustier kommen, neues von der Vogelserie. Deswegen will ich auf die warten. Und dann die wilde Farmwelt-Sticker, den schauen wir uns auch noch an. Immer abwechselnd. Und die Dinger hat man kaufen können oder durch Züchten bekommen, wenn man diese Tiere gezüchtet hat. Und dann immer abwechselnd hier Topas, die habe ich jetzt nicht rausgemacht, die werden auch noch irgendwann kommen. Superfutter, hier das Krabbengehege, da freue ich mich sehr drauf. Und drei Bananen, 50.000 Bram-IP. Dann musste man hier Vögel suchten, da habe ich auch sehr viel gezüchtet. Und hier hat man auch Gelee bekommen, Moospenny, hier Superfutter, dann hier Party-Tickets nochmal, hier den Totenschnitzerei, die zeige ich euch auch gleich. Musste man immer abwechselnd machen, wieder Zuchttiere oder normale Tiere abgeben, hier wieder Zücht, diese Marken, die man beim Züchten bekommen hat. Und ich fand das hier mit den Reptilien am schwersten, weil hier, wir haben da nicht viele Reptilien, hätte man jetzt noch jedes Stajade bekommen und die Skateboard-Testanlage, aber die habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Aber ich bin jetzt eigentlich nicht traurig. Ich bin zufrieden, zwei neue Ställe bekommen zu haben. Aber erst schauen wir mal den Sticker an. Ja, schaut euch da an. Hier sind die Meeresstickern, aber wir haben es vergessen, das Video einfach zu machen. Aber halt die Zeit auch ein bisschen gefehlt. Muss man immer schauen, wo ein bisschen Platz noch ist. Dass sie die irgendwo noch hin platzieren, weil hier schauen wir uns den Sticker an, das ist der von der wilden Farmwelt. Das ist auf jeden Fall, schaut cool aus. Ich finde, das macht jedes Mal einen coolen Eindruck, wenn man einen Sticker hat. Dann würde ich sagen, schauen wir uns noch den Stall ein, dem ich den Krabben gehe. Das finde ich eine coole Sache, dass sie da jetzt extra einen Stall gemacht haben. Passt auch diese Kiste dazu hier. Und woher der kommt, man sieht hier unten, weiß nicht, wenn ich das jetzt weg tue, da kommt manchmal so ein Krebs raus. Ich hoffe, jetzt kommt er schnell mal raus. Meistens, wenn man ihn da braucht, kommt er nicht raus. Der kommt dann meistens aus dem Loch raus. Hier ist er auch nochmal im versunkenen Schatz gewesen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, dieser Krebs. Natürlich, da ist er nochmal im Ozeanputzer. Aber er kommt jetzt anscheinend nicht, wie immer, wenn man ihn braucht. Aber der kommt da oft raus. Kann er mal schauen. Und dann gibt es noch die Totenschnitzerei, aber die kann ich noch nicht raustun, weil ich den normalen Stall noch nicht mal habe. Aber den werde ich mir jetzt dann holen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Der Totenschnitzerei bekommt man Produktionsstätte von den schauen wir schnell nach. Tukanstall, ja genau, den muss ich mir noch frei verschalten. Schreibt mal in die Kommentare, wie weit ihr bei diesen Event gekommen seid, es interessiert mich natürlich immer. Auf jeden Fall dieses Event, meine Note für dieses Event ist für mich eine Note 3, weil ich fand das Event jetzt nicht so heftig, aber es gab coole Preise. Jetzt habe ich gerade den Tukanstall geholt und sofort kann ich den Ding raustun. Wenn ich ihn jetzt noch finde, da ist er ja hier, ich zeige es euch jetzt nur. Züchten kann ich jetzt natürlich noch nicht. Ding, ja, und da bekommt man die Totenschnitzerei. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.